Dantons Tod von Georg Büchner ist nach Shakespeares Romeo und Julia wieder ein großes Unternehmen des Schauspielensembles. Es handelt sich um ein bedeutendes Stück eines genialen jungen Dichters. Hintergrund ist die große französische Revolution. Die handelnden Personen sind bekannte Figuren der Geschichte. Es ist das Jahr 1794, 5 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille. Die Jakobiner haben unter der Führung Robespierres die Macht in den Händen und überziehen Frankreich mit einem Schreckensregime. Danton, der ehemalige Freund und Mitstreiter, hat sich angeekelt vom Blutvergießen aus der Politik zurückgezogen und geht zu Robespierre auf Distanz. Er und seine Gefährten stürzen sich in lasterhafte Vergnügungen. Robespierre fühlt sich und die Revolution bedroht und verraten und beschließt, gedrängt durch Saint-Just, sich der unzuverlässigen Opposition zu entledigen. Danton und seine Gefährten sterben unter der Guillotine. Das Stück ist ein theatralisches Modell über das Verhältnis von Einzelpersönlichkeit und Geschichte. Ein Spiel der lauten und leisen Töne. Es ist ein großes Spektakel, aber auch ein intimes Kammerspiel. Brutale Öffentlichkeit wechselt mit Szenen intimster Verhaltenheit. Die Sprache ist von großer Schönheit, intellektueller und emotionaler Kraft und Bildhaftigkeit. Unter der Regie von Schauspieldirektor Klaus Krampe spielt das gesamte Schauspielensemble in Mehrfachbesetzung. Die Rolle des Danton wird von Michael Schramm gespielt, Robespierre von Thilo Krügel. Die Ausstattung übernahm Gabriela Neumann als Gast.